Ich bin nur das schneller Bornhahn. Okay.
Hallo? Ist jemand da draußen? An den Empfangsgeräten? Hola? Un cerveza, por favor. Mhm. Muy bien, muy bien. Un cerveza. Hola, ¿cómo está? ¿Está bien? Ja, Mann, Sie stehen vorm Mischpult. Dankeschön. Na dann, kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie. Ja. Okay. Dosa, ich grüße dich. Panther, ich grüße dich. Jetstream, ich grüße dich. Annihilator, moinsen. Blacky Mike, Pandemic, moinsen. Marzipan, ich grüße dich. Onkel Brain, Schwarzstorchi, Pferderino, Tortor, ich grüße dich. Wumbo, warum? Nexo? Nee, Necrotoxic. 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 Reishi, ich grüße dich auch, moinsen. Sag mal. Alex, ich grüße dich. Surfer, eure Dingsigkeit, moinsen. Two Flowers, ich grüße dich auch. Technik, moinsen. Mr. Black. Pandemic, ich grüße dich, seht das. Schönen guten Tag, moinsen, Monte Cristo, Vogti, schönen guten Tag. Teti Saturn, moinsen, Quantenmechaniker, Spielegge, Modi, Nobody, ich grüße dich. Hofi Pofi, Winko, moinsen, Panther, hallo. Was geht denn ab? Seid ihr alle gut drauf? Ja! Spielen wir alle Hitman heute? Ja! Wann machen wir das? Yeah! Cool, gut. Party. Prost. Ich habe übrigens gestern Abend noch, ich glaube, 3 Stunden trainiert auf dem Hobel. Ich sage euch, ne? Ich sage euch. Wild. Jetzt quatscht er nicht mal mehr mit uns. Wir haben die letzten 2 Tage genug gequatscht. Ich möchte mal auch mal wieder ein bisschen spielen, verstehst du? Außerdem haben wir heute nicht so viel Zeit, Two Flowers, denn ich habe heute Werbeaufnahmen für... Ich habe heute Werbeaufnahmen. Und da muss ich relativ zeitnah das Haus verlassen. Denn heute wird nämlich mal was richtig Schönes aufgenommen. Hola, Svenny. Hola. Heute Abend ist danke an euch unser alle Filmstar für euren weg. Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Die Zemo, die Zema. Wie unser Filmstar. Red Devil, Dankeschön für 21. Wie unser Filmstar.
Welcher Filmstar denn? Wovon redest du? Racing Team Oberwiese, moinsen, ich grüße dich. Está bien, aber mehr geht leider nicht, Svenny. Auch wenn ich mehr wollen können. Gönnen wollen würde. Boah, deutsche Sprache ist ganz schön schwer manchmal. Der Werbefilmstar. Ach so, ja. Boah, was ist denn hier schon wieder los, sag mal? Das ist ja. So ist besser. Ja, wir nehmen heute schöne Werbung auf. Freue ich mich drauf. Wir haben sehr wilde Ideen gehabt und könnte spaßig werden. Ein bisschen Humor, ein bisschen eine kleine Witze. Aber ich werde nicht zu viel verraten, denn lasst euch überraschen. Das könnte sehr, sehr gut werden. Also nicht das könnte, das wird sehr, sehr gut. Aber dazu seht ihr einfach später mehr, wenn es soweit ist. Okay? Okay. Übrigens, mal kurz das Update. Ich habe gestern eine Mail bekommen von meiner Beschwerde, die ich da quasi eingereicht habe bei YouTube. Falls ihr das bei Twitter nicht gesehen habt, auf Twitter ist ein Screenshot von der E-Mail, die ich gekriegt habe. Ich habe jetzt 7 Tage Upload-Verbot bei YouTube. Nur, dass ihr es wisst, es kommen jetzt 7 Tage keine Videos. I'm sorry. Kann ich leider nicht ändern. Und sie haben mir leider auch nicht mitgeteilt, was ich falsch gemacht habe. Deswegen, es tut mir leid. Nur 7 Tage, ja. Nur. Sieben Tage Pause habe ich jetzt. Plüschi, ich grüße dich. Moin. Müssen wir jetzt mitleben. Es ist, wie es ist. Kann man nicht ändern. Aber eins können wir ändern. Wir können jetzt schon Hitman starten. Und das mache ich auch. Vielleicht hast du eine Verschwörungstheorie verbreitet. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Seht das? Also bei Verschwörungstheorien, da sehe ich mich. Also da sehe ich mich auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich meine Augen schließe, ich hatte noch nie so eine klare Vision. Genau das wollte ich schon immer machen. Das wollte ich schon immer machen. Also, ja. Scheiße, jetzt. Jedes Mal, wenn ich den Namen sehe, sehe das, dann kommt es in mir hoch. Scheiße. So, meine Damen und Herren, was nehmen wir denn heute für einen Zielort? Welchen Zielort wünscht ihr euch denn heute? Malediven? Malediven haben wir nicht. Sie können wählen aus all diesen Zielorten. New York? Twitch Prime ist... New York haben wir, glaube ich, alle Attentate fertig. Ja, Attentate haben wir fertig. Nur noch Entdeckungen müssen wir tätigen. New York haben wir alles. Also, wir müssen nur noch Meisterleistungen müssen wir noch machen. Da sind die beiden Dings hier. Also New York können wir nicht wirklich viel noch erledigen. Colorado? Miami hatten wir letztens gerade, Birne, am Montag. Nee, Dienstag? Mittwoch? Sonntag? Sonntag hatten wir gerade Miami, du. Italien? Italien wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Sapienza? Sapienza würde gehen. Colorado wäre auch noch im Angebot. Sapienza hätte sogar den Vorteil, dass das ein wunderschönes
Es wäre wunderschönes Sommerfeeling, meine Damen und Herren. Colorado ist mehr so bedrücktes Regenwetter. Möchten Sie in die Sonne heute? Ich bleib bei Insel Haven auf den Malediven. Da haben wir auch schon alles fertig, Travelman. Da haben wir leider das letzte Mal eine Challenge gemacht mit alle Attentate in einer gewissen Zeit. Praise the Sun. Sapienza? Gehen wir Sapienza? Also, wollen wir Sapienza machen? Italien? Na, dann machen wir Italien. Zwei Leute haben jetzt schon gesagt, dass Italien nehmen wir. Dann nehmen wir Italien. Was haben wir denn hier als Herausforderung? Hoch. Was haben wir denn hier? Klavierspieler. Auge um Auge. Klippenspringer. Über die Planke. Alles gut, wir kommen von oben. Totenstille. Birne, dankeschön, dass du konvertiert hast zu einem bezahlten Sub. Dankeschön. Achtung, Steinschlag. Gartenarbeit. Schmutzige Handarbeit. Werden Sie zum Detektiv, eliminieren Sie Franka Chantes während Ihres Treffens am Pier. Eliminieren Sie Silvio Caruso. Ertränken. Grill. Bestialisch. Bugay. Phantom der Villa. Giftiger Jahrgang. Auf was habt ihr denn Bock, Leute? Auf was habt ihr denn Bock? Ey, Budi, moin's, ich grüß dich. Was geht denn? Was ist denn mit dir? Was ist los? Möchtest du noch auf meine Shows? Möchtest du hoch? Warte, dann setz ich mich hin, hier. Möchtest du hoch? Na, du kannst hoch. Soll ich dich hochnehmen? Na los, dann kuscheln wir noch 5 Minuten. Okay? Wer den Chat auswählt. Kuscheln wir noch eine Runde? Na klar. Na klar, machen wir das. Okay. Na gut. Okay. So. Worauf habt ihr denn Lust? Ertränken? Ertränken hat jemand geschrieben. Heute wieder nur ein Kill. Ich würde sagen, wir machen nur ein Kill Tiger Quest, weil, ganz ehrlich, wir haben jetzt schon, wir können gerne irgendwann vielleicht nochmal so eine Map nehmen, wo wir sagen, wir machen alle Challenges, aber dann haben wir wirklich bald sehr, sehr schnell alles durch und das wäre doof, finde ich. Also ich würde doch sagen, wir nehmen einen Kill und konzentrieren uns darauf und machen dann lieber mehrere Runden. Was haben wir denn hier? Klippenspringer. Ja, das können wir danach alles noch machen, Tiger Quest. Also das können wir auf jeden Fall alles noch erledigen, weil da gibt es ja auch noch gewisse Dinge, die wir machen müssen. Aber ich möchte, also ich meine, wir sind im ersten Monat und haben, glaube ich, irgendwie 4 Karten oder so schon komplett fertig. Also was Attentate angeht. Alles Gute kommt von oben. Totenstille, das ist eigentlich ziemlich cool. Totenstille ist eigentlich ziemlich cool. Das hat mir letztes Mal sehr gut gefallen. Was haltet ihr denn? Naja, gut, ihr wählt aus. Ihr wählt aus. Ich gehe jetzt nochmal ganz langsam durch.
Gartenarbeit. Also Gartenarbeit ist für Silvio Caruso. Dann fehlt uns aber noch für Francesca einer. Für Franny. Pedro, hola. ¿Cómo está? Sorry, that's all Spanish I can. I always wanted to learn it, but I never did it. How you doing, Pedro? Also, Gartenarbeit ist vorne bis dato. Wollen wir Gartenarbeit nehmen? Okay, dann brauchen wir noch eins für Franny. Was haben wir denn für Franny? Wollen wir 2.000-4.000 nehmen? Weil dann wäre Gartenarbeit und schmutzige Handarbeit. Dann haben wir zwei große. Bugi? Was war denn Bugi? Eliminieren Sie Caruso. Das ist ja auch Caruso. Dann müsste man... Ah, aber das geht nicht in Silent Assassin. Dann müsste man über die Planke nehmen. Also das geht auch. Wir können sie erschießen. Aber das geht nicht in Silent Assassin, glaube ich. Wir können es probieren. Aber ich glaube, das geht nicht. Das ist Franny. Kann nix. Das ist Franny. Man kann beide mit der Kanone erschießen. Das ist Franny. Also, ich frage jetzt nochmal. Gartenarbeit und mit Kanone erschießen? Jo. Boy. Möchtet ihr eine Prediction abgeben? Dann schlag mal eine Prediction vor, Freunde der Sonne. Dann schlagen Sie mal eine vor. Ich bin offen. Meine Ohren sind empfänglich. Eine Stunde oder 20 Versuche. Okay. Also heißt eine Stunde oder 20 Versuche. Heißt das, also das heißt jetzt, ich kann... Also du willst beides zusammen kombinieren quasi, Storche, oder? Also wenn es über eine Stunde ist, dann ist kacki. Wenn es über 20 Versuche ist, ist auch kacki. Beides zusammen. Eine Stunde. Eine Stunde. Okay. Okay. I take it. Okay. Geht der Rest damit konform? Eine Stunde, 20 Versuche? Okay. Ist zufällig ein Modder, der das machen kann? Ich denke... Vorhersage starten. Sapienza. So. Eine Stunde. Warte mal. Unter eine Stunde. Und. Oder. 20. Erwischt. Dann können wir das nehmen. Und dann schreiben wir hier über.
Wir machen mal 15 Minuten, weil eine Stunde ist ganz schön kurz. Jetzt sag mir nicht, du kommst auch noch und legst dich gleich wieder auf die Maus, oder? Okay, Prediction ist offen. Sie können wählen. Sie können wählen. Hey, Prim. Okay. Dann gehen wir mal rein. Was nehmen wir denn alles mit? Also erstmal Silverballer. Yes. Jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Okay, wir brauchen auch Mizi. Jetzt gerade, wo es wieder losgeht. Kannst du nicht. Warum hast du immer so ein perfektes Timing, du kleiner Lümmel? Wir nehmen mal einen Dietrich mit. Was haben wir denn jetzt gewählt? Die Tonne? Die Tonne haben wir gewählt, ne? Wir müssen sehr viel vorbereiten. Wir müssen sehr viel vorbereiten. Oh. Oh. An apology would be nice. Hi. Hi. Was geht? Twitch Prime is not a crime. Warum wurde ich jetzt entdeckt? What the fuck? Hier ist die Dankeschön für 23 Monate, Maga. Warum wurde ich denn jetzt entdeckt? What the fuck? Weird? Okay. Hey, Broken Moinsen. Hä? Ja, ich habe alles mit Absicht aus. Oh, wo ist denn das jetzt hin? Oh nein, ist das jetzt runtergefallen? Gut. Läuft sehr gut. Läuft sehr, sehr gut.
Schon drei erwischt. Läuft. This is not funny. Okay. Ich zünde gar nichts. Das ist nur zum Anloggen. Das ist nur zum Anloggen. Ich präpariere quasi alles nur gerade. Ah, hier. A good quality black suit can perform wonders on any man. Kleine Bumsebiene. So, jetzt wird's interessant. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich muss mich etwas beeilen. Dankeschön, Link.
gucken wir mal, ob das hier funktioniert, ne? So. Da werden wir die Beweise nachher wegmachen müssen. Hilft alles nichts. Ich weiß nicht, ob wir das zeitlich jetzt alles hinkriegen. Command, how do you read? Over. We got a psycho on premises. We might have a potential threat here. Man, area's clear. Please advise. Over. Whoa, whoa, whoa. What the hell, buddy? What's going on here? Huh? Oh my God. Roger, Command. Wilco. Hey, you. Yeah, you. What's this? Your word. Man, ich will nur was rausfinden. Meeting schon durch? Nee. Ich glaube, wir müssen vorher die Kutte vorbereiten. Obwohl, sie steht ja schon da. Okay. Nee, das machen wir nicht. Also wir könnten das vielleicht doch noch in Silent Assassin hinkriegen. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir brauchen den Blumendude. Das war natürlich wieder super gut. Ja, das Gerät brauche ich leider. Das sollte ich nicht unter den Wagen werfen. Sind keine 7 Minuten. Erzähl keinen Scheiß. Wir sind nicht mal ansatzweise bei einer Stunde. Jetzt reicht's aber auch langsam. Warum ist er denn so? Was besser. Hey, Doomed Angel, moin. Yeah, yeah.
Ehrlich jetzt? Oh Mann! Hast du morgen wieder deinen Anzug an? Master Chief, ich spiele außerhalb von Hitnachten nicht mit Anzug, Hitman. Und Hitnachten haben wir schon fertig, also nee. Zu Hitman 3 gibt es wieder einen Anzug dann. Weil es kein Silent Assassin ist, Pacificas. Und der Körper gefunden wurde. Wenn es nicht Silent Assassin ist, dann geht es nicht durch. Also dann ist das gegen die Spielregeln. Sollte es durchgehen, denke ich. Jetzt haben wir es. Ich glaube, ich werde trotzdem den ich werde ihn trotzdem weglegen hier. Nicht, dass noch einer vorbeikommt, ganz zufällig, und den aufhebt. Wir gehen jetzt einfach nur mal sicher und holen uns von einem von den anderen Wachmännern das Ding, den Anzug. Die aufgroßen neues Team Podino. Die aufgroßen neues. Ich hab mich schon gewundert, ich dachte, schon gedacht, dass der Chat Spooky hat. Scrappy Moinsen, ich grüße dich, wie geht's dir? In der Theorie müssen wir sogar, glaube ich, mit der Kutte rauskommen und wieder reinkommen. Was die Sache ziemlich vereinfachen würde. And that is off. So, dann können wir hier rausgehen. Yes. Das Radio anmachen und dann können wir hinten rüber gehen. Dann können wir den ersten Kill machen. Il resto della squadra orso è arrivato in tempo.
So, los geht's. Moinsen, Gecko. Werde ich gefilzt? Nee, ne? Can never have too much security, all right? Okay, mit der Kutte soll ich nämlich drüben auf der Insel laufen dürfen. Warte mal, das machen wir anders. Nee, Master Chief. Können wir nämlich hier rausgehen? That is Silvio Caruso. Ach, Ach, jetzt ist eh egal. Jetzt bin ich schon wieder durch. Jetzt ist egal. Jetzt müssen wir die Videobeweise einfach wegmachen. Können wir auch hier durchlaufen. So viel Schissen. What the fuck? Was zum Kuckuck war das? Roger, Command. Nothing tangible yet, sir. Still looking. Will do. Out. Ich hoffe mal, dass die anderen beiden jetzt telefoniert haben. Check your flanks. We'll come. Gut. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Moin Nils, alles gut bei dir? Wenn wir Pech haben, haben die nicht miteinander telefoniert. Aber eigentlich sollten wir das getriggert haben, dass sie runterkommt an den Pier. Hey Frankie Boy, ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Also ich werde kein VR spielen, denke ich. Also ich habe noch die allererste Generation von VR-Brillen und das ist da drauf, glaube ich, nicht so ein Highlight. Ja, was sind die Moinsen? So, jetzt müssen wir kurz warten, dass sie runterkommt ans Wasser. Da ist sie. Ich hoffe mal, dass das jetzt geht. Kein Silent Assassin, Leute. Target down. Next up, Silvio Caruso.
Da sterben leider alle Leute. Das kann ich nicht in Silent Assassin ausführen. Okay. Kann ich... Oh. Kann ich das in Silent Assassin ausführen? Nee. Sterben halt die anderen beiden Guards oder sind die beiden Guards nur betäubt? Ja, die sind alle dead, ne? Das geht, glaube ich, nicht. Die Möglichkeit, die beiden Guards irgendwie. Was wir halt versuchen könnten, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wenn wir wissen, dass sie rauskommt. Aber dafür müssen wir vorher mal speichern. Wir können versuchen, Waffen zu droppen. Und dann damit die Guards irgendwie abzulenken für ein bisschen. Das könnten wir versuchen. Wir könnten versuchen, zwei Waffen zu droppen und dann rüber zu gehen. Aber dafür müssen wir auch jetzt wieder alle in drinne machen. Dann speichern wir. Dann triggern wir das Radio. Wenn wir in drinne alle umgenietet haben, sollten wir, ich glaube, zwei extra Waffen haben. Dann gucken wir mal, wo sie rauskommt. Und dann droppen wir den Shit. Problem ist, das muss so sein, dass die müssen das so machen, dass niemand dass niemand anderes die Waffen sieht. Ed. It's not from me, sorry. It's Twitch's very nice feature of mid-roll. I'm sorry. There we go. Dozer. Okay, erste Waffe. Kriegen wir die Shotgun dazu.
Der keine Shotgun dabei gehabt? Oder habe ich die schon aufgehoben? Hier ist okay. Wo kann sie denn lang kommen? Sie kommt ja immer. Also entweder kommt sie da irgendwo raus. Sie kommt ja eigentlich immer hier irgendwie raus und dann geht sie da lang. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn wir Glück haben. Wo ist denn Franny? Da hinten? What the fuck? Ach hier. Was ist das denn für ein roter Punkt da hinten? Achso, das ist der Virus. So, dann könnten wir nämlich die Waffen droppen. Von hier nach da oben irgendwie sprinten. Wir müssen halt nur... Wartet mal kurz. Wir machen mal hier einen Save-Punkt, damit wir das nicht alles nochmal machen müssen. So. So, Franny, wo kommst du denn raus? Das wird aber echt knapp. Das wird echt knapp. Ich hoffe eher, dass sie hier rauskommen. Aber ich glaube, das will sie nicht, oder? Sie hier raus? Danke. Hey, hallo. Hey. Kommt hier raus wahrscheinlich, oder? Sie nochmal einen harten Turn. What the fuck? Och, sie kommt. Ist hier noch eine Tür? Hier kommt sie raus. Hier. Dann kommt sie doch hier lang. Das ist sehr, sehr gut. Dann hoffen wir mal... die Guards darauf reagieren. Das wäre mega geil.
Hoffentlich schickt sie ihre Guards. Glaube ich nicht, aber... Doch, macht sie. Egal, ist so schlimm. Command, we might have a situation. I'll check the perimeter. Over. Whoop. Der einzige Nachteil jetzt. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Hallo, ich möchte lösen, die Antwort lautet 62. Scheiße. Ah, Franny bleibt stehen. Franny hasst diesen Trick. Das geht nicht, Leute. Das geht leider nicht. Silent Assassin. Also ich glaube, selbst wenn ich das wollen würde, obwohl, warte mal, vielleicht haben wir Glück und sie steht am Ende irgendwie alleine nach dem Gespräch, weil sie irgendwie was machen muss oder so. Kann ja auch gut sein, dass sie nochmal die Leute wegschickt. Oh, ich muss auf Toilette, ey. Leute, wir müssen mal ganz kurz Pause machen. Ich muss mal kurz auf Toilette, ich bin gleich wieder da, ja? Sorry. Hallo. Ja, guten Tag, hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin auf der Suche nach einem Kühlschrank. Warum suchen Sie noch? Sie stehen schon vor einem. Ja, aber die Frage ist, was kann dieser denn so? Also unter anderem kalt machen, aber er hat auch eine Energieeffizienzklasse von A++. Mm. 350 Liter Kühlvolumen, 190 Liter Gefriervolumen, ja, und super easy Fresh-Funktion. Jetzt ist aber die wichtige Frage, wie viel Spezi kriege ich in 350 Liter rein? 350 Liter. Okay, dann würde ich den gerne bestellen. Liefern Sie den nach Hause? Ja, auch nach oben. Oh, ja gut, dann würde ich den nehmen. Okay, gut. Tschüss. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Marcel Davis. Ich habe für Sie heute ein extravagantes Angebot. Sie können hier nur Gewinne machen. Investieren Sie noch heute in die Speck... Prime Queen.
Siggi, jetzt wo du da an der Strauchpause bist, kannst du dich noch erinnern, vor 1000, 2000 Jahren, da war das hier noch ganz anders. Da sah der See noch ganz anders aus. Da haben wir noch ganz andere Fische gefangen, so mit Steine und Holz und sowas, ne? Da sah das aber auch schon ganz anders aus. Irgendwie so, das hat sich alles so ein bisschen verändert. Guck mal, wie das ausgesehen hat. Sigi, weißt du noch damals, als wir nichts hatten und Mutter uns einen Eimer hingestellt hat, mit ein paar Goldfische drin? Aber eins hatten wir, Sigi, sag ich dir. Grafik. Und wenn ihr da draußen so eine Grafik wollt, ne, dann müsst ihr bei Alternate einkaufen. Weil da gibt's nämlich die beste Hardware. Und dann kann man das nämlich genau so machen. Und so. So wieder. Okay. Nope, Franny geht alleine wieder weg. Fuck. Sag mal. Jetzt. Scheiße, das wird nichts, Leute. Unser Plan geht leider nicht auf. Unser Plan geht leider nicht auf. What? What? Okay, ich habe noch eine andere Idee. Planung. Brauchen wir einen Dietrich für unsere Route? Eigentlich nicht, nein. Das heißt, wir könnten theoretisch einen Container mitnehmen. In diesem Container einen Tranquilizer benutzen. Ich glaube, hier ist Brechmittel drin, ne? Brechmittel, ja. Die Frage ist halt, ob Franny alleine weitergeht. Ohne ihre Guards. Das ist hier ja die große Frage. Aber ich glaube wirklich fast, Leute, wir werden ein Problem haben, weil wir die erste Sache nicht Silent Assassin lösen können. Hey Righty, moinsen. Escape, ich grüße dich auch, hallo. Von uns, Pazifikas. Hier ist von uns die Vorgabe. Thank you.
Passiert, Morpheus. Passiert. Ich habe auch auf meinen Kochvideos, wo ich und meine Kamera zu sehen bin, Urheberrechtsverletzung. YouTube ist da, glaube ich, vielleicht ein bisschen eigen. Keine Ahnung. Können wir jetzt nicht ändern. Ich glaube, das Hitman-Video wurde wegen USK 18 gesperrt. Aber mein Content ist nicht an Kinder gerichtet, sondern an Erwachsene. Glücksfuß. Oh, come on! Fuck my life. Why? Warum findet er den Dude? Wegen dem Koffer? Naja, eigentlich wären wir ja schon fertig, kann nichts. Das Problem ist, ich muss das in Zeilen testen machen. Was aber so wie es aussieht nicht funktioniert, was zu viel Zeit kostet aktuell. So, kannst du deinen scheiß Koffer hier aufheben. Geholt? Ja. Das Silent Assassin kostet halt zu viel Geld, sonst wären wir schon fertig. Am besten, wenn ich Pech habe, kann ich, ist das nicht mal möglich, das Silent Assassin abzuschieben, was natürlich sehr scheiße wäre. Alter, wollt ihr mit... Mann, warum macht ihr das? Ey, dieses Spiel manchmal, ne? Also manchmal sind die NPCs wirklich 20 von fucking 10, ey. What? Ich kann ihn nicht die Klippe runterwerfen. Das geht nicht. Wenn ich in die Klippe runterwerfe, dann ist es kein Silent Assassin mehr.
Kann Hitman 2 Videos auch unangenehm gucken, aber normalerweise eine Meldung, dass ich einloggen muss wegen Altersverifizierung. Die Stunde ist nicht rum. Das steht auf mal, also bei mir steht, der Content ist für Erwachsene. Mehr kann ich nicht machen. Warum das funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich kann andere Hitman-Videos auch uneingeloggt gucken. Also am Ende des Tages, weiß ich nicht, was da ist. Kannst dir nicht sagen. Maga. Danke. Mal gemacht. Dreimal funktioniert, zweimal nicht. Must be Hitman. Ich kann es dir wie gesagt nicht sagen, Glückslos. Ich weiß es nicht, was das Problem ist. YouTube hat leider auf meine Frage hin, was es denn ist, mir geantwortet mit, deine Beschwerde wurde abgelehnt nach einer Prüfung, die Videos wurden entfernt, die Videos sind immer noch da, also im Grunde genommen ist das ein riesiger Haufen Bullshit, der da gerade passiert. Und da habe ich gestern, wie gesagt, auf mein Kochvideos auch geguckt, da ist auch, da habe ich auch Urheberrechtsverletzung drauf, wo nur ich beim Kochen bin, ohne irgendwas. Und da YouTube mir da jetzt nicht unbedingt helfen möchte, ist das halt einfach so, wie es gerade ist. Muss doch ganz ehrlich sagen, ich habe da gar keinen Bock, um zu diskutieren, weil ich das viel zu stressig finde. Beim Kochen? Ja, beim Kochen. Die Videos kann man auch alle noch gucken, Panther. Die Videos kann man alle noch sehen, die sind alle noch da. Also die Teile, die mir gesagt wurden, dass sie runtergenommen wurden, sind immer noch da. Sie sind immer noch öffentlich. Du kannst sie immer noch schauen. Ich kann sie sogar selber gucken, wenn ich auf meinen Kanal gehe. Ja, nicht so.
man Magennamen oder sowas gesehen? Also ich wüsste nicht, dass das eine Verletzung ist, keine Ahnung. YouTube möchte mir das ja auch nicht sagen. Sie sagen mir ja nur, dass ich gegen Community Guidelines verstoßen habe. Aber sagen mir leider nicht, was ich da falsch gemacht habe. Außer wir haben das nochmal ausgiebig geprüft und haben festgestellt, dass wir deine Beschwerde ablehnen. Ich habe auch, wie gesagt, das ist nicht meine Haupteinnahmequelle und ich möchte mich damit gar nicht rumärgern. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd. Oh shit, wir müssen nach hier. Ja, sie mir das nicht sagen wollen, ist es halt so, wie es ist. Hey, better safe than sorry. Hol mir mal ganz kurz Akkus. Vielleicht wieder da. Moment. Ich hoffe, dass mein Plan funktioniert. Dann Franny. Da kommt sie. Ne, den Strike habe ich ja nicht auf meinem Kochkanal gekriegt. Den habe ich ja auf meinem Hauptkanal gekriegt. Reaper, damit wächst du den Privatdetektiv auf. Damit wächst du den Privatdetektiv auf und sorgst dafür, dass der sich mit Franny da unten trifft. Ja, so habe ich das, so haben wir das gestern auch schon beschrieben. Ja, die sinken. Sie sind mit 180 auf der Autobahn in der 120er-Zone gefahren. Wann und wo, wissen wir nicht genau, aber sie müssen jetzt erstmal Strafe bezahlen. Na gut. Ist Franny sauer auf mich? Darf ich einen Tranquilizer in der Hand haben? Jetzt darf ich. Solaya, ich grüße dich. Moin. Ich hab nicht genießt, ich hab gehustet. Nee, Franny mag mich nicht. Hier komme ich nicht rein. Kann ich das theoretisch? Ja gut, wenn ich das hier mache, komme ich um Franny nicht rum. Ich muss aber um Franny rum. Oder ich laufe ganz außen rum, aber das kostet zu viel Zeit. That is Francesca DeSantis. Stunde ist rum. Yes. Oh, jetzt habe ich keine Schlüsselkarte. Fuck, 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 fuck.
glaube, das funktioniert in der Form so nicht. Ich glaube, dafür sind wir zu langsam. Aber es würde gehen, um Silent Assassin zu machen. Glaube ich. Ja, Franny geht weiter. Okay, müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und es reicht noch zeitlich. Könnte eng werden. Aber es könnte reichen. Ja, wenn wir das anders angehen würden, von der Route her, dann könnte das hinhauen. Wow. Oder? Ja, sie wäre alleine. Okay. Also, ich habe mein Dings habe ich verloren. Die Vorhersage habe ich verloren. Ergebnis wählen über eine Stunde. Yes. Gut. Dann machen wir jetzt Mission neu starten. Müssen wir uns etwas beeilen. Der Umweg kostet halt so viel Zeit. Jetzt mein Koffer. Hier. Okay, also funktionieren tut's. Ich muss mich nochmal umziehen. Ich brauche noch die Blumen. Ja, ja. Mir ist leider mit dem die Idee mit dem Tranquilizer zu spät gekommen. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob das zeitlich jetzt reicht. Weil wenn Franny unten ist, ist der andere Dude nicht mehr so weit weg davon. Also der Privatdetektiv. Könnte funktionieren, ist aber vom Timing her ziemlich tight. Müssen wir mal gucken. Aber ich hab Hoffnung. Ich hab Hoffnung. Man halt machen könnte oder zumindest versuchen könnte, wäre zu schauen, ob man den Detektiv irgendwie mit einer Waffe ablenken kann. Moinsen, Magger. Dass man einfach alle Waffen nochmal droppt. Was?
Wie, ich darf keinen töten. Aber ich muss doch die Ziele töten. Aber ich muss doch die Ziele töten. Hä? Nee, nicht selbst? Was, was heißt denn nicht selbst? Meinst du, per Unfall quasi? Naja, für Unfälle brauchst du aber Verkleidung. Also ist machbar auf jeden Fall. Würde mir aber leider nichts helfen, Righty, um die Kacheln abzuarbeiten für die Attentate in Hitman. Was ja eigentlich im Grunde genommen erstmal dieses Ziel von Dizzy vs. Chad ist. Wenn man das, also man kann das auf jeden Fall machen. Also machen könnte man das schon. Aber das kannst du gerne, Righty, wenn du Discord hast, könntest du das gerne mal in den Feedback zum Stream-Chat reinpacken. Dann behält man das mal im Hinterkopf. Also es wäre nett, wenn du das machen könntest. Oh, that weirdo is your boss, Rocco. Get your shit together and you're after work. Get your shit together. Danke, Roydy. Falsch. Let the pros do their job, okay? Das Ding ist, ich komme halt vorher auch gar nicht daran. Ich komme halt da vorher auch überhaupt nicht ran. Also ich komme halt erst hier an die beiden ran. Okay. Müssen wir nur gucken, ob wir irgendwie den anderen ablenken können gleich. Oh, jetzt steht der Dude auch noch hier. 7 Tage, Pico. Also ich habe jetzt eine 7-Tage-Sperre. Keine 90 mehr, Pico. Nur 7. Haben sie jetzt auf 7, also zumindest in der E-Mail steht 90, aber im Dashboard steht 7. 7 Tage habe ich jetzt. Was da nachher dran ist, I don't know. So quasi nächste Woche
Freitag sollte alles wieder gehen. Hoffe ich. Hm? Wohin? Ah. You, yes, you. Give up the tool. Okay, das funktioniert auch nicht. Also so nicht, weil der da das stört. How are you doing? Wo kriegen wir ihre Guards weg? How you doing? Doing good, thanks. Wir müssen uns eigentlich nur etwas mehr Zeit kaufen. Das muss aber so passieren, dass wir nicht so weit weg von der Kanone sind. Kanone fernzünden gibt's nicht. Was man halt mal gucken müsste, ist, wenn die unten aus der Tür rauskommen, welche Tür das ist. Hey Rachel, moin. Na klar, Rachel, für dich mache ich das. Bin eigentlich nicht mehr so weit entfernt von der Lösung. Terminate. Bin eigentlich nicht mehr so weit entfernt. So, jetzt müssen wir rausfinden, welche Tür das ist, die da unten rausführt. Welche Tür ist denn, dass die da rausführt?
muss ja hier irgendwo sein. Dann. Ether's Field Lab. You made it. The virus prototype will be close by. Look for some type of quarantine unit. Ist hier, oder? Sag mal, welche Tür ist denn das? Oh, ich glaube, jetzt weiß ich, welche Tür. Oh, ich glaube, ich weiß, welche Tür. Oh, ich glaube, ich habe die Tür. Ich habe sie. My God, the door. Hallo. Die Tür ist ja hier unten. Das heißt, in der Theorie. Hier runter, hier runter, hier runter. Ich hab die Tür. Ist das die Tür? Das ist die Tür, oder? Kann ich nicht rausgucken. Ich brauche irgendwas zum Rausgucken. Hier bin ich im Keller. Ist das ungefähr von der Dings? Nee, da kommt sie auch nicht raus. Sag mal! Welche Tür führt denn dahin? Oder doch, das ist sie. Doch, da kommt sie doch raus, ne? Das heißt, wenn ich hier hingehe, dann könnte ich hier drinnen die Guards schon quasi belullern. Okay, ich mach mal kurz eine Speicherung. Yes. Warum eine Sperre? Weiß ich nicht, Black Moon. Ich habe gegen irgendwelche YouTube-Guidelines, also Community-Richtlinien, verstoßen, aber leider möchten sie mir nicht sagen, welche. Jetzt bin ich 7 Tage gesperrt. Also, mir wurde irgendwie Betrug, Spam oder irreführende Inhalte vorgeworfen. Keine Ahnung, was das bedeutet, du. Also, das ist zumindest die Überschrift. Ja. Ja, 15:30. Also ist ja noch ein bisschen. Maybe someday you'll be a real bodyguard. Ja. Da kann ich auch. Bye. Ah, hab ich. Ja. Erzähl dir später dann. Oh, mir geht's sonst, geht mir das super, Solaya. Ohne Scheiß, mir geht's blendend. Wir nehmen heute neue Werbung auf, das wird sehr, sehr schön. Da freue ich mich sehr drauf. The Ether Lab requires a keycard and a uniform. Nächste Woche gibt's wahrscheinlich die Caps.
Also endlich ist Huhn TM draußen dann. Also Stimmung für Anfang des Jahres ist super. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, Ridey sag ich. Nee, Panther, I don't know. Ist auch egal, müssen wir nicht weiter thematisieren. Es ist jetzt, wie es ist, Leute. Kommt sie hier rein? Oder dreht sie nochmal links ab? Wo geht sie denn hin? What the fuck? Ah, hier kommt sie durch. Oh, jetzt dreh dich doch um. Alter, das kann doch nicht mein Ernst sein. Warum ist denn diese Troller jetzt bitte da drinne? Warum, was macht sie denn jetzt bitte hier drinne? Was machst du hier? Du gehörst hier gar nicht hin. Ist die doof oder was? Oh geil, ich wollte schon immer mal in der Kölk spazieren gehen. Ich wollte mir schon immer mal so eine richtig schöne Wurst. Ich wollte mir schon immer mal so eine richtige Wurst. Wurstluft unter den Rock blasen lassen. Was war denn das jetzt gerade für ein Entdeck? Sorry, ich musste nochmal neu laden. Ah, das war die Überwachungskamera, okay. Mann. Mann, oh Mädel, du. Oh, das ist halt schon wieder so ein Käse, ne? Da geht die da durch die Küche durch und macht einen Spaziergang, du. Das wäre da eigentlich schon sehr perfekt. Das wäre da schon sehr perfekt. So, starten wir das Waiting Game. Entering the Aether Lab requires a key card and a uniform. Luckily, it seems both are within reach. Mike, ist das ist Tranquilizer? Das ist ein Tranquilizer mit Brechmittel drin. Also quasi eine Pistole mit Brechmittel. Die kommt jetzt wirklich nochmal hier rein, oder? Nee. Warum war die denn eben hier drin? Manchmal kannst du NPCs einfach gar nicht verstehen. Holy shit, Junge. Gekocht hast und Versus hattest? Du, ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht, Flash. Wir können nur mutmaßen. Also ich hoffe,
Ich hoffe, dass das in Zukunft irgendwie nicht nochmal passiert. Leider antwortet YouTube mir da nicht. Ich versuche gerade noch irgendwie mal eine Anlaufstelle zu finden, wo man mit irgendwem quatschen kann. Es ist, wie es ist, Leute. Ich verstehe es leider nicht. Mir wurde es nicht erklärt. Scheinbar hat sich das ein Mitarbeiter angeguckt, aber der Mitarbeiter hat nichts weiter dazu gesagt. Command, got some strange noises here. Looking into it. Over. Hey, Franny geht noch weiter. Die anderen beiden müssen jetzt ja eigentlich kotzen. Oh, es gibt super viele neue Mikes. Von denen wusste ich noch gar nichts. Es gibt auch ein super, super cooles Telefon, mit dem kannst du Leute elektroschocken und so ein Scheiß. Das ist mega witzig. So, hoffen wir mal, dass jetzt die anderen beiden nicht mit dabei sind. Das sehen wir gleich. Sie kommt alleine. Ladies and Gentlemen, jetzt ist die Frage, ob das Silent Assassin ist. Mal gucken. Das würde mich stark wundern, aber... Target down. Next up, Silvio Cruz. Unbemerkter Kill. Uh-oh. Uh-oh. Also, da es ein unbemerkter Kill ist, könnte es gut sein, dass das noch Silent Assassin ist. Wir haben das Puzzle gelöst. Dann müssen wir jetzt einmal kurz noch die Kameras irgendwie ausmachen. Hey Boys, was geht? What are you doing? Wir... Oh, nee. Warte. Ja, wir kontrollieren das gleich mal. Hier unten sind ja die Cams. Dann machen wir noch Silvio Caruso. Noch Silent Assassin, Leute. Also ist noch all good. Okay, Was haben wir noch dabei? Okay. Damit machen wir nachher was Witziges. Okay, hier so umdrehen. Dann müssen wir jetzt einmal... Jetzt müssen wir uns den Postboten holen. Weil wir wollen ihn ja noch in den Häcksler reinjagen. Der Postbote ist in der Garage. Den haben wir da ja zwischengeparkt.
Postboten müssen wir das mit den Blumen machen dann. So, da wir nicht gefiltert werden, können wir so gehen. Time is of the essence for you guys. Chop chop, son. Okay, das ist cool. Flowers for Mr. Caruso. Ah, excellent. You can leave them on Mrs. Caruso's grave in the garden. Come along, I'll show you the way. Such a devoted son. Die anderen beiden Guards, die werden sich jetzt erstmal freuen. Schön nach der Scheißerei vom Klo gekommen. Und dann stellen sie fest, unser zu beschützendes Ziel ist ja tot. Fuck, warum habe ich gerade diesen Moment Scheiße reingekriegt? Ob die sich im realen Leben in die Hose scheißen? Down the stairs near the cliff. You can't miss it. I will inform Senor Caruso. Warum soll ich den hinterherlaufen aufs Klo? Wofür? Hab ich keine Zeit für. Der gute Sohn. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das wird ja interessant. Twitch Prime is not a crime. Hoch die Hände, Wochenende. Herr Caruso, wir haben da noch was vor mit Ihnen. Syla, Dankeschön für 42 Monate, oder? Stumpfen, wie geht's dir? Dankeschön nochmal, Syla, für 42. Okay.
Ich hoffe mal, dass er die Guards wegschickt oder so. Das wäre ziemlich geil. You gotta be fucking kidding me. Are you serious right now? What the fuck? Warum gehst du durch den Busch, du Honk? Lol, was war das denn? Fritte Moinsen. This is ludicrous. Two targets down. Now destroy the virus. Ich weiß nicht. How you doing? Good, thanks. Jetzt machen wir noch einen kleinen Party-Trick. Wie die Guards weg sind. Die gehen einfach wieder auf ihren normalen Posten. So. Ach ja. Caruso ist nicht mehr da. Dann ist es egal. Falsche Taste. More security. Very well. Habe ich mich erschrocken. Weiß nicht, den Eingang können wir nicht benutzen. Fuck. Fuck, den können wir nicht benutzen. Nur noch 20 mal hoch und runter. Possible intruder. Sweeping area. Over.
So, dann starten wir hier unten mal eine kleine Flachsrakete, oder? Got my attention. Yeah. All objectives complete. Now head towards an exit. Leider Gottes ein bisschen zu lange gedauert. Oh, fast die Ortsmeisterschaften. Geil, die alte Spritze. Story-Mission müssen wir noch machen, die eine. Tja, jetzt ist die Frage, die wir weitermachen. The incident. A few at the company knew about the virus. Not even the board. Must have been someone at the lab. I understand. I'll get to the bottom of this. Boss is unhappy. I followed you from Italy. I guess when you're invisible, you stop looking over your shoulder. You did this. Iago exposed you. ICA did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, you mind? How do you expect... I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. Strike from behind. Now give me the key. You have a family? Trust me, if there's a weakness, Providence will find it. I'll take my chances. The key. Fine. Won't do you much good. Funny. Cobb said the same thing. Thank you. Ich weiß nicht, warum er das manchmal macht. I don't know. Manchmal bricht er einfach die Zwischensequenzen ab. Ich habe nicht mal die Maus und Tastatur in der Hand. Okay. Da waren es nur noch 19 Attentate. Ihr dürft wählen. Was für Zielort hättet ihr gerne? Slicker, Boinsen. Nee, Silke, nicht Slicker, Silke. Welchen Zielort hätten es denn gerne?
New York? Warum wollt ihr eigentlich immer New York? Was ist an New York so krass? Das Ding ist halt, in New York, also New York, haben wir schon alle Attentate fertig. Hamburg. Hamburg haben wir nicht. Österreich gibt's auch nicht. Ach so, das sind Sniper-Missionen, die fallen raus. Das sind nur Sniper-Missionen, das ist nichts Prickelndes. USA! 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 Insel Haven. Auf Insel Haven müsste ich euch leider auch enttäuschen. Auch schon alles fertig. Mumbai? Mumbai ist auch schon alles fertig. Tut mir leid, Arthur. Mumbai ist auch schon fertig. Nächste Rennstrecke, Miami. Miami. Miami müssten noch einige offen sein. Ja, Miami sind noch welche offen. Ja, in Mumbai fehlen noch allerhand andere Sachen, ja. Aber die könnt ihr jetzt nicht als Challenge bestimmen, weil das sind so nebenbei Sachen. Was ist die Map mit der Drogenfarm, wo man irgendwelche Typen an einem Fluss? Drogenfarm? Hawks Bay ist auch schon fertig, Technik. Die haben wir auch schon. Also ich würde jetzt erstmal so lange Attentate machen und dann die anderen Sachen mache ich irgendwann dann mal selber, also selber im Stream. Na, alles andere ist auch nicht. Na, ich zähle doch jetzt nicht 500 Missionen auf. Colorado ist auch noch offen. Also New York, Insel Haven, Mumbai, Paris, die sind alle weg. Colorado sind auch noch welche. Ja, 11 Stück noch. Colorado ist noch offen. Sogar noch einige. Bagger! Oh. Magga, du musst ein bisschen aufpassen. Magga, du reißt das Kabel ab. Du reißt das Kabel ab. Entspann dich ein bisschen. Du reißt das ganze Kabel ab, Mann. Hm?
Okay, also wir haben verbrannte Erde. Was sollen sie trinken? Bombenteppich. Waschtag. Die Zeit läuft ab. Streichquartett. Gefahr von hinten. Flammende Pracht. Und Kriegsführung. Also ich gehe noch mal langsam durch. Streichquartett. Aber wenn wir Streichquartett nehmen, dann geht nur Streichquartett, weil, also Streichquartett ist halt alle mit der Klavierseite. Nee, Ertränken sind nicht alle vier. Ertränken ist nur Sean Rose. Also Waschtag ist nur Sean Rose. Gefahr von hinten sind Sean Rose und Maya Parvati. Ezra Bear könnte... Also die beiden könnte man dann noch extra nehmen. Kriegsführung und Flammenpracht. Das würde... Also die drei könnte man zusammen kombinieren. Möchtet ihr diese drei kombinieren? Man muss so... Ich muss um 15.30 Uhr ganz so langsam den Stream ausmachen. Also 15.30 Uhr müsste ich heute leider so langsam aufhören, weil dann wird Werbung aufgenommen. Und ich habe noch ein Telefonat vorher wegen Soon.tm. So, und ich muss mir ganz kurz mal hier, vorsichtig. Ich müsste mir ganz kurz mal lange Hose anziehen, Leute. Ich bin gleich wieder da, okay? Ein Moment bitte. Sorry. Oh, schönen guten Tag. Nils F. mein Name. CEO und Babyface von HCDizzy TV. Wir bereiten uns gerade auf die Contentlosigkeit der nächsten Woche vor und arbeiten auch schon mit Hochdruck am Programm. Falls Sie da draußen eventuell auch so ein erfolgreicher, gut aussehender und dicker Streamer werden wollen, wie der kleine Junge da oben, dann kaufen Sie doch bei Alternate ein. Auch das verlängert Ihr Rohr. Unten ist ein Reflink, da können Sie draufklicken und dann schlagen Sie zu. Ich werde mich jetzt aber den wichtigen Sachen des Lebens widmen und mal die nächste Woche vorbereiten. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß, lassen Sie sich gut gehen, auf Wiedersehen und Pistazie.
dass ich einen Anruf bekommen habe, dass hier anscheinend ein Laden überfallen wird. Oder dass hier mehrere Leute vor dem Laden... Das ist aber nicht konkret genug, Officer. Okay. Dass hier anscheinend ein Laden überfallen wird, ist anscheinend nicht die richtige Information, weil da anscheinend nur zwei Fahrzeuge stehen, die anscheinend ihre Arbeit machen. Und anscheinend ein Ladenüberfall ist ja eine anscheinende Beobachtung. Was soll das denn? Officer, fangen Sie dazu bei. Wischen sich Ihre Tränen aus dem Gesicht und stehen Sie vor mir wie ein Mann. Nur weil Sie die Sonnenbrille tragen, heißt es nicht, dass Sie vor mir geschützt sind. Reißen Sie doch mal zusammen, verdammt nochmal! Entschuldigung! Gut, hören Sie mir zu. Nächstes Mal machen Sie den Schuss. Sind Sie da jetzt? Ich bin heute nicht in Stimmung. Ja. Ist gut jetzt. Okay. Reichen Sie dem Mann mal einen Kleenex oder so. Oh, hier, wisch dir mal die Tränen ab, James. Du siehst ja lächerlich aus vom Chief, Mann. Mach dir mal ein bisschen gerade. Also warte, hier, ich trinke noch mal kurz einen Schluck Wasser. Willst du auch was? Soll ich dir was übrig lassen? Nee, ich trinke dein Edelgesöff, Maja. Okay. Können wir. Mein Edelgesöff. Ja. Könnte ein bisschen dauern, bis das leer ist. Ah, leer machen. Ah, jawohl. Oh mein Gott, das ist sehr gut. Also nicht in die Tüten von CU-Flimas scheißen. Oder wie, hier scheißt keiner rein, weil das riecht nicht fein. Ey, ihr sollt nicht in die Tüten scheißen, Mann. Und in die Tüten mit Löcher kotzt ihr auch nicht, ihr Schweine. Das Auto ist sauber. Ich muss das wieder abgeben. Aber da sind sie schon relativ resistent gegen Alkohol, oder? Ja, ich bin seit einem Monat nicht mehr nüchtern. Ich hatte hier heute auf Fieber gelesen, heute war doch irgendwie Treffen der Alkoholkranken irgendwie. Vielleicht sollten sie da mal hingehen. Wieso, das ist doch erst Montag, oder? Das Treffen. Ich weiß nicht, was heute ist. Samstag bei Streife 7. Nee, war nicht Samstag. Nein, heute ist Montag. Heute ist Montag. ist das eventuell doch die Nachwehe von Alkohol? Ein auffälliges Fahrzeug. Nein. Bei... Nun folgt der Bezahlvorgang. Sie sehen nun auf der linken Seite, er guckt noch mal ein bisschen verwirrt, sucht die Nummer der Zapfsäule und stellt fest, wir sind in Polen, sie wurde geklaut. Hätte ich jetzt fast gesagt, aber die Klauwitze in Polen sind out, deswegen sage ich das nicht. Er geht. So, sorry, da haben sich gerade Sachen ergeben. Meine Freundin hat mir sehr, sehr frische Käsebrötchen mitgebracht. Also, Gefahr von hinten. Maya Parvati und Sean Rose mit der Ramme. Also erstmal Silver Baller. Ihr wollt keine... Nee, ihr wollt nur Explosionen haben, ne? Dritt brauchen wir nicht. Wir Sprengsätze. Teufel.
Kolben brauchen wir auch nicht eigentlich. Na komm. Ich brauche sonst nichts weiter. Ich hätte noch einen Tranquilizer mitnehmen können, aber... Ich nehme einfach die durch mit. Ne, wir haben jetzt Gasexplosion. Kein Ertränken. Pazifiker. Shit. Leute, wir haben gar keine Dings festgelegt, wollte ich gerade sagen, Travelman. Wir haben gar keine Prediction, oder? Haben wir eine Prediction gemacht? Nee. Okay, dann Hardpause. Was haben wir, was schlagt ihr denn vor, Leute? Was schlagt ihr denn vor? Bis zum Ende vom Stream? Bis jetzt noch eine Stunde. Diese Challenge ist schwachsinnig, Pazifikas, das weißt du, denn man kann kein Brötchen krümelfrei essen. Nee, wir haben kein Ertränken, wir haben die Gasexplosion. Warte, wir haben das hier. Wir haben die letzten drei. Also einmal mit der Ramme, flammende Pracht und chemische Kriegsführung. Die Sachen haben wir da. Ihr dürft gerne Vorschläge machen.
Dann war ein Pass für 4 Romane fein. 3 Attentate bis zum Ende vom Stream. Bis zum Ende vom Stream sollte das machbar sein? Zum Ende vom Stream, das sind denn jetzt quasi fast, ist eine Stunde. Eine Stunde hätte ich Zeit. Also wieder Stunde 20 Versuche. Ist das ein Deal? Do we have a deal? Eine Stunde? Hör ich Deal? Or no Deal? Colorado. Für welche Aufgabe? Gefahr von hinten. Flammende Pracht. Chemische Kriegsführung. Deal. Na dann, eine Stunde Zeit. Here we go. 15 Minuten ist offen. Ihr könnt eure Milliarden von Punkte reinknallen. Ich nehme eure Punkte an. Messer, Messer, Messer. Ich brauche was ganz Bestimmtes hier. Nope, nope, nope. Nope. That is Maya Parvati, Sri Lankan assassin turned pirate turned insurgent. Oh, da ist er. Yep. Ich denke mal, das ist fair für eine Stunde. Ich habe zwar eine Idee, aber die Idee hatte ich vorhin auch und brauchte länger. Hello there. What the? Braucht Ezra hier drin eigentlich? So, listen, I've been thinking, maybe the dosage is just wrong. Did you check? I appreciate your enthusiasm, my friend. I checked your dosage. It was the first thing I did. Of course you did. I'm so dumb. Sorry. So, maybe there's something wrong with the delivery system? Again, I also checked that. Command, you got some strange noises here. Looking into it. Over. That is Ezra Berg, former Mossad interrogator. His services are in demand at the moment. Auf wie hast du auf mich gesetzt?
Offi, du hast letzte Runde auf mich gesetzt, ne? Raucht er in der Bude? Alright, this is doable. Ah, Ezra Burke ist Raucher. Stimmt, Ezra ist ja ein Raucher. Okay. Dann haben wir das Setup, haben wir schon mal startklar. Jetzt müssen wir... Jetzt muss ich that da hoch. Das ist Sean Rose, Terrorist turned Insurgent. Das ist Penelope Graves, acclaimed Anti-Terror Analyst. Strange to see her as part of this crowd. False alarm. Yeah, I can't really hear you. Okay. Das Setup stimmt auch. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die beiden da auseinandernehmen können. Hey, Mile. Filtration plant. Rose's got it covered. Don't worry about it. I do worry, see, because I'm not an idiot. Execution's one thing, escape is another. Gustavo Torres is not just some corporate suit. He's bloody Secretary of the Interior. Well, it's a good thing we have the support of the locals. What does that mean? The Delgado cartel. Delgados? We're in business with the worst crime cartel south of the border. Politics makes strange problems. Anyway, you should be relieved. Nobody's better at making. Wie viele Punkte haben wir drin? I'm back. Well, well, our very own punching bag. Any broken bones? Wounded pride. That's all. Good to hear. All right, head over to the briefing area. We'll resume in a moment. Moinsen Snooze.
Chance geht's los. Das ist ja nix. By heart. But in case amnesia has set in, here's the sequence. Advance to the car with haste. Eliminate the passengers. Retrieve the briefcase. Extract. Got that? And remember, speed and accuracy is the name of the game. All right. Speed and accuracy. Sorry, ich muss mir noch ein paar. Oh, das war, glaube ich, super fancy, das Ding hier. Die Zest. I don't like the looks of you. Anyone know this asshole? Hold it right there. What? Kill this fucking asshole. Reloading. Hier, die Münze. Sorry, muss groß. Nein, nicht! Oh, nein, ich hab doch extra gespeichert, Mano! Ich hab doch extra gespeichert. Retto, dankeschön für, 3 Monate. Checkpoint! Okay, los geht's. Müssen wir nur leider jedes Mal dieses Geseier uns anhören. Wie das aber auch keiner interessiert, dass die Gaspulle offen ist. Look for any intruders, okay? I'm back. Huh? Well, well, our very own hey, Marco, mind? What the? Luigi, was soll du machen? Na scheiße! Ich mache scheiße! Richtig große Scheiße! Kacke Wurst! By heart. But in case amnesia has set in, here's the sequence. Advance to the car with haste. Eliminate the passengers. Retrieve the briefcase. Extract. Got that? Ja, ja, ja. Speed.
Speed and accuracy is the name of the game. All right. Now go pick up your weapon and get into the thing. Move out. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Okay, ich bin ready. 3, 2, 1. Help me! I need some help here! Oh lol, was? Das kann ja keiner wissen! Das kann ja nur wirklich keiner wissen! Warum reagiert ihr denn da so? Wir sind doch mitten im Training! Also das kann ja nun wirklich kein Mensch wissen. Warum ist der denn so? Uh-oh. Hello, sir. Hello. I'm back. Well, well, our very own. Hey, can you move along? Nothing to see here. Weihnachten waren hier fast, also zu Weihnachten waren hier fast 4,5 Millionen drin, sag mal. Leute haben kein Vertrauen mehr in mich. Menschen vertrauen nicht mehr. Über 5 sogar. Ja, Menschen haben ihr Vertrauen verloren. Die sind alle pleite? Na, na, na. I expect you all to know this by heart. But in case amnesia has set in, retrieve the briefcase. Extract. Got that? Yeah. And remember, speed and accuracy is the name of the game. All right. Now go pick up your weapons and get in position. Nee, Mods dürfen das leider nicht. Benny, das finde ich ein bisschen schade eigentlich, dass ihr das nicht wirft. Ich weiß auch nicht, ob wir das irgendwie einstellen können, dass sie daran teilnehmen können. Worauf schießt ihr denn noch? Help me. What the fuck? Why? Oh, schnell! Sean Rose can. Warum war das denn jetzt schon wieder? Excuse me? Askodönchen, ich grüße dich. Hallo. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, das ist schon wieder. Hier kommt kein Gas raus. Scheiße. Safety first, right? You might want to step a little closer to the target to make sure you hit at least some part of it. Taurus is
bodyguards will shred you if this is the best you can do. I'm back. Well, well, our very own punching. Ich glaube, dieser Doppelkill ist das Schwerste hier. Ich weiß gar nicht, ob die beide gleichzeitig an der Ramme stehen. Zu einem gewissen Zeitpunkt. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Advance to the car with haste. Eliminate the passengers. Retrieve the briefcase. Extract. Got that? And remember. Okay. Extract! Wen denn? Performance was adequate, but still lacks coordination. You are stagnating, people. We need to wrap it up and revise our strategy. I've seen enough. You're dismissed. I've seen enough. Wrap it up for today. I tell my men when we're done, Rose. Your men? You seem to forget who runs this operation. Take it up with the boss if you have a problem with it. Got that? Whatever you say, Chief. Whatever you say. Rose
Rose's got it covered. Don't worry about it. I do worry, see, because I'm not an idiot. Execution's one thing, escape is another. Gustavo Torres is not just some corporate suit. He's bloody Secretary of the Interior. Well, it's a good thing we have... Gott, oh Gott, wie kriegen wir die denn beide jetzt dahin? Delgados. We're in business with the worst crime cartel south of the border. Politics make strange bedfellows. Anyway, you should be relieved. Yeah? Why is that? Nobody's better at making people disappear than the Delgados. This kid gets better and better. Gott, wie kriegen wir den denn jetzt beide vor die Ramme? Wir müssen beide gleichzeitig, ne? Eliminieren Sie Sean, Rose und Maya Parvati mit der Ramme. Muss man die beide gleichzeitig machen? Geht doch gar nicht, oder? Warte mal. Hey, I think I heard something over there. Check it out. Roger that. Command, I've got nothing here. We have turning to Pug. Out. Wir denn beide gleichzeitig vor das Ding? Ich glaube, mit einer Münze werfen wir jetzt ein bisschen bescheuert. Verbindung wurde getrennt. Fucking asshole.
see something? What the fuck? Hä? Warum? Das verstehe ich nicht. Das erwischt, ja, Panther, na klar. Let's keep security airtight. I'm back. Well, well, our very own country. Ja, das wird wahrscheinlich sein, dass wir uns umdrehen und mit der Waffe auf die zielen. Das denke ich auch. Das klingt sehr einleuchtend. Das klingt wirklich sehr einleuchtend. Beide gleichzeitig scheint doch ziemlich hart zu sein. Probier mal, ob es mit der Münze funktionieren. Rose, Parvati, please proceed. Pretend I'm not here. Not a problem. All right, let's pretend go I'm not here. On your marks, ready, set, execute. Warum denn? Watch out for incoming fire. All right, look alive. We're moving out. Shit, it's the fucking choke point here now. Protect, see back, and extract. Target in sight. Oh, come on, Leute. Jetzt macht doch nicht sowas. Ich denke mal, wir dürfen nach dem. Ich denke mal, wir dürfen nach dem Aufheben nicht mehr schießen. Ich denke, das wird es wohl sein, warum die denn davon noch getriggert sind. Was bitte? Nee, danke. Aber schön. Auf was? Du machst jetzt Kochstreams auf Discord? Ach ja. Oh, wow.
meine Freundin hat richtig schöne Sandwiches gemacht. Aber holla die Waldfee, richtig schicke. Mann, Mann. Okay. All right, people. My people. Snooksy, moinsen. So, lol, da drüben ist der Button um. Moinsen, Magger. Ich glaube, da drüben ist der Button zum, wenn wir sie haben. Dann, okay. Jetzt lass mich doch die Dinger rausholen! Oh Mann! Oh, diese scheiß Mission, ey. Oh. Das hat mich damals immer schon geärgert. Ey, lass mich bitte... Nice. Lass mich bitte jetzt einfach das rausgefunden haben, dass wenn wir den Knopf drücken, die sich gegenseitig den Arsch küssen und sich loben und wir dann den Wagen reinfahren können. Hast du dich mir jetzt? Super gut. I'm back. Well, well, our very own occupado. Hoffentlich ist das die Lösung, ey.
hab's noch nie hingekriegt, beide gleichzeitig mit dem Ding zu töten. Alright, people. Let's get to it. Burgess is back. We're finally ready to make this happen. I expect you all to know this by heart. Ready, ich hoffe, dass wir den Knopf da drücken müssen und dann machen die da so ein bisschen fiddly-willy und dann machen die so ein bisschen fiddly-willy und stehen direkt vor der Ramme, weil anders kann ich mir nicht vorstellen. Das ist also... Ja. Kein Sauerstoff heute. Ich brauche Sauerstoff in diesem Raum. Hey, Bro, was geht? Alright, let's go again. On your marks. Ready, set, execute. Nicely done, 47. Two flies with one SWAT. Maya Parvati is down. Good work. What's going on? Hey, Bako, you mind? Oi, what are you doing here? This is Mark Romeo 7. What the f- So it's time to give it up. Yeah, whatever, man. Step by, fuck the other guy. Also das würde funktionieren. Aber wir brauchen dazu mehr Ruhe. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Well done. I'm back. Well, well, our very own. Ja, wir haben jetzt noch 22 Minuten. Haben wir noch. All right, people, let's get to it. Burgess
ziehen. Wir zwei beide und Hitman, du. Wir sind richtig gute Freunde. Wir zwei beide sind richtig gute Hitman-Freunde. Oder? Na klar. Ja. Schön auf der Hand. Done, 47. Two flies with one SWAT. Maya Parvati is down. Good work. What? Thinking about it. A weapon show. Hi, I'm Penelope Graves. You look like you've been part of the crew for a while. Graves is down. Excellent work, 47. Hey, get ready. We got trouble. Man, I arrived at the location, and it was clear. Big point. Understood. Red leader, area is clear. Please advise, over. To man up, we got trouble. I know. You can't come through here right now. Get back to your station. Okay.
Peri, danke, dass du von Prime auf Hartgeld gewechselt hast. Dankeschön, Maga. Teko, moinsen. Minuten. Ezra Berg has been eliminated. Good work, 47. Someone is setting off explosions. All right. Command, I've arrived at the location and it looks clear. Back to smoking and judgment. Over. Schade! Keine Frage, hast du Hitman schon angefangen? Nee. Also ich wüsste nicht, dass man Hitman schon spielen kann, Angel Dust. Kann man Hitman 3 schon spielen? Also gibt's schon Preview-Version? I'm back. Well done. Okay, so you've got nothing to do here. Just go away. Nee, also das kommt am 20.01. kommt das raus. Also ich wüsste nicht, ob man das schon spielen kann. Bin ich durcheinander? Vielleicht wegen Vorbestellen oder so, Angel Dust? Verfügbar deswegen irgendwie? Let's go again. On your marks. Ready, set, execute.
coordination needs to improve. The point is to build up muscle memory. A perfect sequence of synchronized motion. You need to be able to pull this off sleeping. Pass. The point man was spectacular. He'd make an excellent... Nicely done, 47. Two flies with one SWAT. Maya Parvati is down. Good work. So, jetzt aber, komm. Graves is down. Excellent work. Pedro, moinsen. Na, alles gut? Ist das so eine Verkleidung, mit der wir gefilmt werden können und nichts passiert? Weird? Das ist ja mega cool. Das wusste ich ja gar nicht. Theoretisch müssen wir, glaube ich, sogar noch die Maske drucken, ne? Copy over. We have a man that needs to be set straight. He's making a real mess out there. Looks like we've got a situation here. Looks like we got a situation here. Hans Moinsen. Möckert er noch für eine. Na komm, Maga. Sieh zu, sieh zu. Wir haben keine Zeit. Komm in die Gänge, Olle. In der Theorie, wenn ich da jetzt reingehe, in die Tür, geht die Kamera nicht an. Das heißt, ich komme ungeschadet in den ersten Stock. Dann muss ich den Drucker anmachen. Dann muss ich mir die Maske vom Drucker nehmen und runtergehen in den Keller. Und ich habe kein Dietrich dabei. Oh. Ich habe kein Dietrich dabei. Wie komme ich denn in den Keller ohne Dietrich? Unangenehm. Außer vielleicht, wir haben Glück und er lässt einen Schlüssel fallen oder so. Now.
Ezra Berg has been eliminated. Good work, 47. Okay. Nothing to report from my current location. Over. Bin ich hier rein, ohne dass einer mad ist? Look alive. The proverbial shit is about to hit the fan. Hier sind alle cool. Hier komme ich nach da. Und hier komme ich nach oben. So. Holy fuckeroni. Alle noch im Panic State, ne? Scheiße. Okay. Der eine hat echt einen ungünstigen Panic State. Okay. Ja, sind alle wieder cool jetzt. Alle wieder cool. Jetzt ist der Bodyguard. Oh, wir könnten auch da vorne rausgehen. Oh. 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 Moment. Nee. Oh. Okay. Nobody's bad. Nobody's bad. Komm ich da hin? Oh, this is not good, my friend. Jetzt muss ich bloß aufpassen mit den Kamera. Komme ich da hin? Keine Kameras, bitte. Die Kameras irgendwo. Und dann brauche ich mir die blöde Maske nicht drucken lassen. Can we make it happen? Meine Damen und Herren, eine zweiminütige Punktlandung. Eine zweiminütige Punktlandung. Yes! Wir waren 2 Minuten früher, als wir eigentlich wollten. Easy peasy, Alter. Ja, wir haben bis 15:30 gesagt. Bei mir ist 15:28 jetzt auf meiner Uhr. Geil. Okay, Wasserturm. Oh! Schalldämpfer. Schützen, um Ziele zu... Warte mal. Schalten. Okay. Die Audition müssen wir nochmal machen irgendwann. Wusstest du, dass Ezra in dem Schuppen zündelt? Du hättest nicht warten brauchen. Also Slicker, er hat nicht ein einziges Mal gezündelt. In der Zeit. Ich glaube, das ist der Kollege von ihm, der ist am Rauchen. Rose knew the risks. They all do. You did well, Olivia. I am proud of you. Now listen. The ICA knows about you. They kept you alive because they needed you, and now they don't. We won't talk again. Not until the storm is over. I don't like it. This man, you know what he's capable of. You need to end this now. I ran away as a boy. My friend and I, away from that place.
We came upon a small farming community. The people were dirt poor, but this woman, she took us in. We were awakened the next morning by the shots. A dozen people lay face down in the snow. A warden didn't like to leave witnesses. They shot the woman and her family last. They made sure that we watched the whole thing. This is your gift, the warden told us. Your gift and your curse. Touching lives only by ending them. Better than anyone. Ladies and gentlemen, yes! We did it! So, jetzt muss ich mich leider beeilen, sonst komme ich zu spät und dann kriege ich Ärger und ich möchte keinen Ärger haben. Okay? Ist that a deal? That's a deal. Okay, morgen sind wir auf jeden Fall... Morgen ist langer Stream, Leute. Also morgen ist wirklich sehr lange. Vorhersage... Oh, 55 Leute waren gegen mich. Oh, da kriegen die Gewinner aber ordentlich Zaster zugesteckt. Hallo! Es wechseln die Kanalpunkte von den Leuten, die nicht auf mich gewettet haben, zu den Leuten, die auf mich gewettet haben. Und die Leute, die auf mich gewettet haben, kriegen alles das, was die Leute von denen... Also, ihr wisst, was ich meine. Scheiße. Scheiße mit der Scheiße. So, Freunde der Sonne. ja, ich suche auf jeden Fall noch jemanden raus zum Hosten. Ich werde mich heute leider ein bisschen früher verabschieden. Denn wir nehmen jetzt gleich Werbung auf. Und, naja. Das wird schön. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Vielleicht gibt es morgen noch ein paar Informationen zu SoonTM. Mal sehen. Das kann durchaus passieren, dass ich da nochmal Bescheid gebe. Morgen wird es voraussichtlich Hitman geben. Und Racing. Denn morgen Abend ist Testrennen auf Bathurst. Und das werden wir voraussichtlich mitnehmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen einschaltet. Ihr könnt jetzt gerne noch bei mir auf meinen sozialen Medien vorbeigucken und mir da vielleicht ein Follow dalassen, damit ihr ein bisschen früher mitkriegt, dass ich live bin, als über Twitch. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch bei YouTube noch ein bisschen Hitman gucken. Da gibt es auf jeden Fall auch noch die ein oder andere Folge, Dizzy vs. Chat. Ich bedanke mich für die schönen Herausforderungen heute. Die waren wirklich sehr, sehr klasse. Ich habe eine gewonnen, ich habe eine verloren. Also sehr ausgewogen. Meine Damen und Herren, Arrivederci, einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank für den ganzen Support, der heute reingeschlittert ist. Und Krizikowski, ich hoste gleich noch jemanden. Also nicht weglaufen. Und eine Werbung gibt's auch noch.